Und damit begrüße ich euch zur Vorschau auf die ungarische Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Frankreich. So, ein Blick in die Geschichte verrät natürlich, dass die Ungarn gerade in den 30er, 50er und 60er Jahren eine unglaublich starke Mannschaft hatten. Zum großen Titel hat es nie gereicht. Sie standen zweimal im Weltmeisterschaftsfinale 1938 in Frankreich. Dort unterlagen sie allerdings Italien und natürlich unvergessen 1954 beim Wunder von Bern unterlagen sie der deutschen Mannschaft mit 3:2. Also, man darf allerdings nicht vergessen, die Ungarn sind insgesamt dreimal zum Beispiel Olympiasieger geworden. 1952, 64 und 68 konnten sie das Turnier gewinnen. 1972 gab es Silber und 1960 errangen sie immerhin die Bronzemedaille. Die Europameisterschaften kamen natürlich für die großen Mannschaften oder für die große Mannschaft der Ungarn etwas zu spät. 1964 konnten sie Dritter werden, genauso wie 1972 in Belgien, wo Deutschland ja zum ersten Mal Europameister werden konnte. Seit 1972 haben sich die Ungarn allerdings nicht mehr für eine Europameisterschaft qualifiziert. Jetzt 2016 in Frankreich sind sie das erste Mal wieder dabei, sind in ihrer Gruppe Dritter geworden und mussten sich dann in den Playoffs gegen Norwegen durchsetzen. Das werden wir uns gleich mal anschauen. In der Qualifikation haben sie mit die schwächste Gruppe eigentlich erwischt. Dort als Gruppenkopf gesetzt war eigentlich Griechenland. Und das wissen wir ja alle, die Griechen sind sang- und klanglos gescheitert in der Qualifikation. Wie gesagt, werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Das Länderspiel gegen Deutschland zum Beispiel, das 0:2, das werden ja wahrscheinlich auch einige sich angeschaut haben. Dort konnte man auch ganz gut sehen, dass relativ wenig Qualität in dieser Mannschaft steckt. Es ist vielleicht sogar die schwächste Mannschaft, die bei der Europameisterschaft überhaupt teilnimmt. Denn sie haben keinen wirklichen Star mit dabei, keinen Spieler, der ein wenig raussticht, der diese Mannschaft mittragen kann. Also, wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf die Qualifikation. Wie haben die Ungarn sich qualifiziert? Und natürlich schauen wir danach auch die Statistiken an und wir gehen alle einzelnen Mannschaftsteile bzw. jeden einzelnen Spieler nochmal durch. In der Qualifikationsgruppe F trafen die Ungarn auf Nordirland, Rumänien, Finnland, die Färöerinseln und Griechenland. Gerade Griechenland hatte man natürlich deutlich stärker eingeschätzt, sie wurden am Ende aber Letzter in der Gruppe mit nur 6 Punkten. Selbst die Färöerinseln, die den direkten Vergleich gegen die Griechen gewonnen hatten mit 2 Siegen, waren noch eine Position besser und damit waren die Färinger zum allerersten Mal in ihrer Geschichte nicht Letzter in einer Qualifikationsgruppe. Den vierten Platz belegten die Finnen mit 12 Punkten, die auch lange Zeit noch ein Konkurrent der Ungarn waren. Die Ungarn ihrerseits kämpften aber sogar noch um die direkte Qualifikation mit Rumänien bis zum letzten Spieltag, konnten das allerdings nicht mehr schaffen. Direkt für die Europameisterschaft qualifizierten sich Nordirland und Rumänien am Ende. Nordirland als Erster mit 21 Punkten, die Rumänen mit 20 Punkten und eben sogar mit der besten Defensive. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die Ungarn sich denn im Einzelnen für die Europameisterschaft qualifiziert haben. Sie starteten denkbar ungünstig mit einem 1:2 daheim gegen Nordirland. Damals war natürlich noch nicht klar, dass Nordirland die Gruppe gewinnen würde. Man ging eigentlich davon aus, dass die Griechen und die Rumänen vielleicht die stärksten Mannschaften sind. Gegen Rumänien ging es direkt am zweiten Spieltag. Da konnte man immerhin ein respektables 1:1 erspielen. Auf den Färöerinseln gewann man mit 1:0. Aber das kennen wir auch von der deutschen Nationalmannschaft. Auf dieser kleinen Insel zu spielen ist äußerst unangenehm. Die Färinger natürlich eine physisch sehr starke Mannschaft, die auch mit 11 Mann wirklich fast auf der eigenen Torlinie steht und dennoch bei Standards immer mal gefährlich ist. Einem 1:0 daheim gegen Finnland folgte eine Freundschaftsspielniederlage mit 1:2 daheim gegen Russland. Gegen die Griechen gab es danach ein 0:0, wo man sich sicherlich noch dachte, dass das ein respektables Ergebnis war. Allerdings muss man im Endeffekt natürlich konstatieren, dass es nur ein 0:0 daheim gegen den Gruppenletzten war. Ein Freundschaftsspiel gegen Litauen wurde sehr deutlich mit 4:0 gewonnen und dann gab es einen unglaublich wichtigen Auswärtssieg. Mit 1:0 konnte man Finnland schlagen und damit war eigentlich schon klar, dass man mindestens den dritten Platz belegen würde. Im direkten Duell gegen Rumänien gab es zu Hause in Anführungszeichen nur ein 0:0. Damit erhielt man sich natürlich die Chance auf Platz 2, allerdings konnte man auch nicht an den Rumänen vorbeiziehen. In Nordirland gab es ein 1:1, gegen die Färöerinseln zu Hause ein 2:1. Auch an den knappen Siegen gegen die Färöerinseln kann man schon ganz gut sehen, dass die Ungarn natürlich nicht die ganz große Qualität haben, um Gegner auch dieser Qualität an die Wand zu spielen. Am letzten Spieltag ging es jetzt quasi zum Fernduell. Die Ungarn mussten in Griechenland ran, die Rumänen ihrerseits spielten auf den Färöerinseln und konnten dort gewinnen. Und damit war es für die Ungarn quasi auch schon egal, ob sie gegen Griechenland gewinnen oder verlieren. Im Endeffekt gab es ein wildes Shootout, um das mal so zu nennen. Die Ungarn verloren mit 3:4 gegen Griechenland, die ja auch nicht unbedingt fürs Toreschießen bekannt sind und wurden somit Dritter in der Gruppe. In den Playoffs ging es nun gegen Norwegen. Meine Einschätzung vor den Playoffs war eigentlich ganz klar. Die Norweger haben eine junge, talentierte Mannschaft. Viele der Spieler spielen eben auch in der Premier League zum Beispiel und haben eben auch Kontakte in die englische Liga. Deswegen dachte ich eigentlich, Norwegen würde sich dort durchsetzen. Allerdings die Ungarn gewannen mit 1:0 in Norwegen.
und waren damit natürlich schon auf einem sehr guten Weg. Das Rückspiel gewannen die Ungarn ebenfalls mit 2:1 und damit waren sie sogar in den Playoffs relativ souverän für die Europameisterschaft qualifiziert. Natürlich mehr oder weniger eine Sensation, dass Ungarn dabei ist. Eine große Geschichte hat dieses Land im Fußball, allerdings die letzten Jahre war kaum noch was zu sehen. Jetzt Anfang 2016 gab es ein Freundschaftsspiel gegen Kroatien, das man respektabel abschließen konnte mit 1:1. Auch gegen die Elfenbeinküste gab es ein Unentschieden mit 0:0. Jetzt den meisten wahrscheinlich in Erinnerung, das 0:2 in Deutschland auf Schalke in Gelsenkirchen. Dort zeigten die Ungarn allerdings eine sehr biedere Leistung, Mannschaftsleistung vor allem. Sie werden bei der Europameisterschaft keine große Rolle spielen. Sie können allerdings, wenn sie sich natürlich tief hinten reinstellen, jedem Gegner etwas unangenehm werden. Sie haben eine Gruppe erwischt, die sicherlich nicht die allerschwerste ist. Gerade Dritter kann Ungarn auf jeden Fall werden. Ich sehe sie auf Augenhöhe mit Island. Dort gibt es wahrscheinlich nur geringe Qualitätsunterschiede, denn die einzige Unterschied, die Isländer haben tatsächlich ein, zwei Spieler, die auch in der Premier League aktiv sind, die natürlich den Unterschied machen können in solchen Situationen. Allerdings wird es schwierig werden. Ich denke mal, Österreich und Portugal werden die direkten Duelle gegen Ungarn und Island jeweils gewinnen. Und dann wird es natürlich auch unglaublich schwer, einer der vier besten Gruppendritten zu werden. Also, die Europameisterschaft startet für die Ungarn im direkten Duell gegen Österreich. Natürlich, wer ein bisschen in die Geschichte schaut, Österreich-Ungarn weiß ganz genau, dass das für die beiden Länder ein besonderes Duell ist. Am zweiten Spieltag geht es dann quasi um Platz 3 gegen Island. Dort müssen die Ungarn gewinnen, wenn sie eine Chance auf das Achtelfinale haben wollen. Am letzten Spieltag würde es dann gegen Portugal gehen, dort natürlich sich wieder hinten reinstellen, genauso wie gegen Österreich, und versuchen, irgendwie einen Punkt zu ermauern oder eben einen gefährlichen Konter zu setzen. Das ist, denke ich mal, die Spielweise der Ungarn. Und wir schauen uns jetzt mal die Statistiken der Ungarn in der Qualifikation an, die natürlich nicht herausragend sind, aber immerhin können wir sie mal wieder vergleichen, weil bei den letzten beiden Mannschaften, Portugal und Albanien, die wir analysiert haben, dort war das ja eher nicht möglich, da sie in der kleinen Gruppe waren. Also, die Ungarn haben 10 Spiele gemacht. Wir schauen mal, wie sie denn abschneiden im Vergleich zu den anderen qualifizierten Teams. Bei den Statistiken in der Qualifikation sind die Ungarn erwartungsgemäß unten anzutreffen. Bei den Toren sind sie 20. mit 11 erzielten Toren. Damit sind sie die schlechteste Mannschaft von den Teams, die auch 10 Spiele bestritten haben in der Qualifikation. Die Playoffs sind hier ja mit rausgerechnet aus den Statistiken. Bei den Gegentoren sind sie 18. mit 9 Gegentoren. Insgesamt sind sie 5-mal dennoch zu 0 geblieben. Man muss natürlich auch sehen, gegen Griechenland alleine haben sie 4 Tore im letzten Spiel kassiert. Allerdings muss man sagen, gegen die Färöerinseln zum Beispiel haben sie auch nur 3 Tore erzielt. Also, es hapert sowohl vorne als auch hinten. Bei den Ungarn in allen Mannschaftsteilen fehlt eigentlich die Qualität. Umso überraschender, dass es die Mannschaft tatsächlich zur Europameisterschaft geschafft hat. Bei den Torschüssen sind sie 22. Damit sind dort wiederum nur die Albaner schlechter, die wie gesagt auch deutlich weniger Spiele zur Verfügung hatten. Mit 115 Versuchen sind sie damit sogar noch schlechter als eben ihr Gruppengegner Island, die einmal mehr aufs Tor geschossen haben, die wir dann in der nächsten Folge noch analysieren werden. 11% der Torschüsse führen zu Toren. Immerhin, das ist eine Quote, wo sie mit einigen Nationen gleich auf sind, wobei man das natürlich auch nicht zu hoch hängen darf. Deutschland zum Beispiel hat 10% der Torschüsse auch ins Tor untergebracht. Allerdings schießen die Deutschen mehr als doppelt so viel überhaupt auch in derselben Zeit aufs Tor. Also natürlich auch mehr Möglichkeiten daneben zu schießen und die Deutschen erspielen sich natürlich auch nicht immer so viele Großchancen, wie das ja die kleinen Mannschaften so an sich haben. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, wenn man tief steht, dann steht der Gegner meistens relativ hoch, wobei in der Qualifikation natürlich die Gegner der Ungarn auch nicht unbedingt immer besser waren. Dennoch ist es komischerweise ein Phänomen, das hat man auch auf Schalke gesehen, gegen die Ungarn, dass wenn sie durchkommen, dass es dann durchaus schon ein paar gute Chancen sind. Also 11% der Torschüsse führen zu Toren. Bei den Schüssen aufs Tor sieht es so aus, dass die Ungarn dort auf Platz 18 sind mit 46 Versuchen. Und da haben sie eine gute Quote. 42% der Torschüsse kommen auch auf das Tor. Damit sind sie auf jeden Fall auch hier im sicheren Mittelfeld anzusiedeln. Da gibt es einige Nationen, die deutlich schlechter sind. Wie zum Beispiel die Portugiesen, die nur 34% auf das Tor bringen. Top-Vorreiter ist dort natürlich immer noch die polnische Nationalmannschaft mit 48%. Also die Deutschen sind dort bei 39%. Also das haben uns die Ungarn sogar voraus. In der Passgenauigkeit sieht man allerdings wieder die geringe Qualität der Ungarn und natürlich auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Bei 85% Passgenauigkeit sind sie dort. Die deutsche Mannschaft hat dort 92%. Wenn wir mal die Gruppengegner anschauen, Österreich ist bei 87% auf Platz 10. Die Portugiesen allerdings, wo man eigentlich erwarten würde, dass sie auch einen gepflegten Ball spielen. Das hatten wir aber bei ihrer Analyse auch schon gesagt, dass das nicht mehr die typische portugiesische Mannschaft ist, kommt dort auf 86%. Also in der Gruppe F finden wir nicht unbedingt die stärksten Teams der Europameisterschaft. Ich glaube auch, dass einige
schwierige Gegner im Achtelfinale bzw. dann im Viertelfinale sich glücklich schätzen können, wenn sie eben auf die stärksten Mannschaften nur aus Gruppe F treffen. Denn dort ist nicht die allerhöchste Qualität drin. Und natürlich sorgen die Ungarn nicht unbedingt dafür, dass das besser wird. Also, die Ungarn sind, denke ich mal, Platz 3, Platz 4 in dieser Gruppe einzuschätzen. Wir schauen uns danach noch die Isländer natürlich auch in den Statistiken an. Das kann man, denke ich mal, am ehesten miteinander vergleichen. Aber um die Österreicher und die Portugiesen zu schlagen in dieser Gruppe, wird es, denke ich mal, nicht reichen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Mannschaftsteile der Ungarn an. Dort gibt es sicherlich auch einige Spieler, die wir aus der Bundesliga kennen, auch aus der zweiten Bundesliga, wo einige momentan aktiv sind. Und wir fangen natürlich erstmal wieder im Tor an und schauen uns die Nummer 1 der Ungarn an. Im Tor der Ungarn nach wie vor gesetzt ist Gábor Király. Natürlich aus der Bundesliga, bekannt von Hertha BSC und natürlich wegen seiner grauen Jogginghose, wo man das Gefühl hat, dass sie seit Jahrzehnten nicht mehr gewaschen wurde. Von 97 bis 2004 spielte er bei der Hertha, bevor es ihn dann nach England verschlug. Er kam nochmal ganz kurz zurück zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga, bei 1860 München gespielt, bevor er dann von Felix Magath zum FC Fulham geholt wurde. Inzwischen spielt er beim ungarischen Verein Csombártéli. Die sind dieses Jahr Fünfter geworden in der ungarischen Liga. Bei 33 Einsätzen musste er 37 Mal hinter sich greifen und ist immerhin 11 Mal zu 0 geblieben. Jetzt mal rein leistungstechnisch glaube ich nicht, dass er der beste Mann auf dieser Position aktuell ist. Aber da er eben natürlich große Verdienste um den ungarischen Fußball hat, glaube ich, dass er wirklich seine Einsatzzeiten bekommen wird. In den letzten Freundschaftsspielen war er immer von Beginn an dabei, auch gegen Deutschland hat er gespielt. Deswegen denke ich, dass er wahrscheinlich zum ältesten Spieler bei einer Europameisterschaft werden wird, seit Lothar Matthäus, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, seit der EM 2000. Denn hinten dran gibt es eigentlich zwei junge, talentierte Torhüter, die auf relativ hohem Niveau spielen, zumindest für ungarische Verhältnisse. Die Nummer 2 ist Dénes Dibusz. Er spielt bei Ferencváros Budapest, der Verein, der von Thomas Doll trainiert wird und zum wiederholten Male ungarischer Meister geworden ist, eben auch mit großem Vorsprung. Er ist erst 25 Jahre alt, also hat noch Entwicklungspotenzial nach oben. Bei 31 Einsätzen nur 21 Gegentore kassiert und vor allem in der Hälfte seiner Spiele ist er ohne Gegentor geblieben. Auch in der Europa League Quali zum Einsatz gekommen, dort allerdings 5 Gegentore in nur 4 Spielen kassiert. Also, von den Leistungsdaten her wäre er sicherlich die eigentlich nominelle Nummer 1. Allerdings Gábor Király, wie gesagt, aufgrund seiner Verdienste wird er von Beginn an spielen. Und wenn er sich keine groben Schnitzer erlaubt, dann wird das, denke ich mal, auch durch alle drei Gruppenspiele so sein. Als Nummer 3 gibt es noch Peter Gulagyi von Red Bull Leipzig zu nennen. Zu Beginn der Saison saß er bei Red Bull Leipzig nur auf der Bank, dann hat sich der Stammtorhüter verletzt und seitdem kam er immerhin zu 14 Einsätzen in der zweiten Bundesliga, hat 14 Gegentore kassiert und ist allerdings auch nur 3-mal zu 0 geblieben. Also durch überragende Leistungen ist er nicht aufgefallen. Ich denke mal, dass Red Bull Leipzig sich auch noch einen anderen Torhüter holen wird. Im Gespräch war natürlich zum Beispiel Ron-Robert Zieler, der jetzt ja zu Leicester City wechseln wird, und auch Bayers Leno war dort im Gespräch. Allerdings denke ich nicht, dass einer von beiden demnächst zu Red Bull Leipzig wechseln wird. Also, er hatte seine Einsatzzeiten in der zweiten Bundesliga, aber ich denke mal, dass in der nächsten Bundesliga-Saison für Red Bull Leipzig jemand anders zwischen den Pfosten stehen wird und bei der ungarischen Nationalmannschaft bei diesem Turnier ebenfalls. Also, Gábor Király, der alte Mann und das Meer, wird auf jeden Fall im Tor stehen. Es gibt einige sehr alte Torhüter. Shay Given hatten wir zum Beispiel auch schon, der ja auch nochmal mit 40 Jahren bei der Euro teilnehmen wird. Buffon mit 38 Jahren. Einige sehr alte Spieler und unter anderem auch bei Island zum Beispiel jetzt kein Torhüter, aber Gudjonsson zum Beispiel wird dort auch noch bei der Europameisterschaft teilnehmen. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, so verdiente Spieler. Ich würde mich da immer ein bisschen schlecht fühlen, wenn ich den Kaderplatz für einen jungen Spieler wegnehmen würde, weil so eine Europameisterschaft natürlich was Besonderes ist. Aber für ihn ist es wahrscheinlich auch ein gelungener Abschluss seiner Karriere. Ob er das unbedingt als Nummer 1 machen müsste, da zweifle ich ein bisschen dran. Ich denke mal, dass gerade Dénes Dibusz die bessere Nummer wäre im Tor. Allerdings Gábor Király gesetzt zwischen den Pfosten. Für die Innenverteidigung der Ungarn kommen drei Spieler in Frage. Zuallererst wäre dort zu nennen Richard Guzmic. Er spielt in der polnischen ersten Liga bei Wisla Krakau, ist 29 Jahre alt und kommt in dieser Saison immerhin auf 33 Einsätze und hat dabei eine Vorlage gegeben. Also er ist absoluter Stammspieler bei einem Spitzenklub in Polen, deswegen glaube ich, dass er auf jeden Fall in der Innenverteidigung gesetzt ist. Allerdings daneben gibt es einen Zweikampf zwischen zwei Teamkameraden, die beide bei Videoton FC spielen in der ersten ungarischen Liga. Zum einen wäre dort zu nennen Roland Juhasz. Er ist 32 Jahre alt, 24 Einsätze, 2 Tore erzielt und eine weitere Vorlage gegeben und auch in der Champions League bzw. in der Europa League Quali zum Einsatz gekommen. Also, er hat auch ein bisschen internationale Erfahrung, mit 32 Jahren natürlich generell Erfahrung. Deswegen glaube ich, dass er den Vorzug bekommen wird vor Adam Lang.
Ein äußerst unglücklicher Auftritt im Freundschaftsspiel gegen Deutschland zum Beispiel. Dort hat er ein Eigentor erzielt. Allerdings ist er erst 23 Jahre alt. Kommt bei seinem Verein Videoton FC allerdings auch nicht an seinem Kollegen Roland Juhasz in der Innenverteidigung vorbei. Und deswegen eben auch nur auf 16 Einsätze. In der Champions League Quali auch dreimal gespielt. Auch in der Euroleague Quali einen einzigen Einsatz gehabt. Also, er wäre quasi meine Nummer 3 für die Innenverteidigung. Allerdings glaube ich nicht, dass er von Beginn an spielen wird. Also, Adam Lang kommt erstmal nur von der Bank. Für die Außenverteidigerposition sind die Rollen eigentlich auch ganz klar verteilt. Zum einen zu nennen für die Linksverteidigerposition wäre dort Tomasz Kadar. Er spielt bei Lech Posen, ebenfalls in der ersten polnischen Liga. 26 Jahre alt, 29 Einsätze, auch in der Europa League 6-mal gespielt, also durchaus europäische Erfahrungen schnuppern dürfen, 2 Vorlagen gegeben in der Liga. Er sollte eigentlich über die Linksverteidigerposition kommen, kann allerdings auch zentral zum Beispiel im defensiven Mittelfeld spielen. Sein Konkurrent auf dieser Position ist Mihály Korhut. Er spielt bei Debreceni in der ersten ungarischen Liga, ist 27 Jahre alt, 31 Einsätze, 2 Tore, 3 Vorlagen. Er wäre die etwas offensivere Variante, denn er könnte theoretisch auch im 4-2-3-1 die linke Mittelfeldposition spielen und das Ganze dann etwas defensiver auslegen. Das wäre natürlich eine Option, die die Ungarn in dieser Qualifikationsphase allerdings relativ selten gespielt haben. Bei der Europameisterschaft natürlich in ihrer Gruppe sind sie krasser Außenseiter. Nur gegen Island sind sie natürlich mehr oder weniger auf Augenhöhe. Allerdings gegen Österreich und Portugal kann ich mir schon vorstellen, dass die Ungarn eben auch die Außenposition dicht machen wollen. Man muss nur mal an die Außenspieler eben von Portugal denken. Da kommt dann ein Nani, Cristiano Ronaldo kommt da zum Beispiel auf einen zu. Bei Österreich wird ein Arnautovic dann dort spielen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch mit 2 Verteidigern auf der linken Verteidiger- bzw. eben der linken Mittelfeldposition gespielt werden kann. Also es kann sein, dass Kadar und Korhut gemeinsam spielen. Aber wenn es wirklich nur einen Linksverteidiger geben wird, dann ist Kadar auf jeden Fall auf der linken Position gesetzt. Für die Rechtsverteidigerposition als Nummer 1 würde ich Attila Fiola nennen. Er spielt bei Puskás AFC, natürlich Ferenc Puskás, einer der größten ungarischen Fußballer aller Zeiten, wahrscheinlich der größte Fußballer aller Zeiten in Ungarn. So, jetzt reden wir aber nicht über Ferenc Puskás, sondern über Attila Fiola. Er ist 26 Jahre alt, spielt, wie gesagt, natürlich in der ersten ungarischen Liga, 25 Einsätze, 1 Tor dabei erzielt. Er ist eigentlich Stammaußenverteidiger in der ungarischen Nationalmannschaft, hat das jetzt auch schon in 15 Länderspielen getan, noch relativ junger Spieler mit Entwicklungspotenzial. Sein Backup wäre Bornobas Bese. Er spielt bei MTK Budapest. 22 Jahre alt, also noch sehr junger Spieler, allerdings für seine Position auch relativ groß. Ebenfalls ein Außenverteidiger mit recht viel Offensivdrang. Das sieht man dann eben auch in seinen Statistiken. Er hat 33 Einsätze bei seinem Verein gehabt, 1 Tor erzielt, 2 weitere vorbereitet. Auch in der Europa League Quali zum Einsatz gekommen. Allerdings hat keiner der Spieler wirklich viel europäische Erfahrung, weil keiner auch bei einem großen europäischen Verein spielt. Also noch 22 Jahre nur alt. Er wäre natürlich dann gerade gegen Island eine Variante auf der Rechtsverteidigerposition, beziehungsweise eben, falls es etwas defensiver sein sollte, gegen Portugal und Österreich eine Position weiter vorne im rechten Mittelfeld. Zumindest dort haben die Ungarn ein wenig Variabilität in ihrer Mannschaft. Also wir gehen die Viererkette nochmal durch. In der Innenverteidigung Guzmic und Juhasz gesetzt. Der Linksverteidiger wird Kadar sein und der Rechtsverteidiger wahrscheinlich Fiola. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Mittelfeld an. Dort gibt es 5 Positionen zu besetzen. Die Ungarn spielen im klassischen 4-2-3-1 und das eigentlich auch relativ statisch. Es gibt 2 defensive Sechser, davor natürlich noch eine Dreierreihe. Und dort finden wir dann tatsächlich auch den einzigen Star der Mannschaft, wobei es da natürlich in Anführungszeichen zu setzen ist. Im defensiven Mittelfeld meiner Meinung nach beginnen wird Adam Notch von Ferencváros Budapest. Er ist erst 20 Jahre alt, also noch ein sehr großes Talent. Beidfüßiger Spieler, schon 8 Länderspiele inzwischen bestritten. In dieser Saison auch 25 Einsätze und dabei 2 Tore vorbereitet. Also, er ist ein großes Talent des ungarischen Fußballs, wird auch bei einigen anderen Vereinen gehandelt, unter anderem auch in der Bundesliga. Bin sehr gespannt, wo sein Weg hinführen wird. Er ist, wie gesagt, auf der Doppelsechs meiner Meinung nach vor der Abwehr gesetzt. Nebendran gibt es einen etwas erfahreneren Spieler, Adam Pintér, ebenfalls Ferencváros Budapest, also auch vom ungarischen Meister. Er ist 27 Jahre alt, 1,90 Meter groß, bringt natürlich noch ein bisschen mehr Körperlichkeit mit als Adam Notch auf dieser Position. Deswegen glaube ich auch, dass Notch die ganze Position etwas offensiver auslegen wird. Also Adam Pintér, 1,90 Meter groß, 18 Einsätze in dieser Saison, 2 Tore erzielt. Er war ab und zu mal nicht im Kader. Ich weiß nicht ganz genau, woran das gelegen hat, ob das disziplinarische Verfahren waren oder ob die Leistung einfach nicht gestimmt hat. Auf jeden Fall ist er mehr oder weniger normalerweise Stammspieler beim ungarischen Meister. Deswegen glaube ich, dass die defensive Doppelsechs mit Pintér und Notch besetzt sein wird.
Ein Backup für die Position wäre Akos Elek. Er spielt bei Győztyőr. Ebenfalls in der ersten ungarischen Liga, sind in dieser Saison Neunter geworden. 27 Jahre alt, 1,93 Meter groß, also auch ein physisch sehr starker Spieler, der allerdings nicht besonders viel Spielpraxis in dieser Saison sammeln konnte. Zu Beginn des Jahres hat er noch in China gespielt, bei CC Yatai. Im Januar ist er dann zu Győzgyör gewechselt, 11 Einsätze, dabei allerdings 4 Tore erzielt und eine weitere Vorlage gegeben, was mich etwas überrascht hat, da er eigentlich wirklich die defensive Variante ist. Aber wie gesagt, er ist sehr kopfballstark, natürlich auch bei Standards gefährlich. Dennoch glaube ich, dass er aufgrund der etwas mangelnden Spielpraxis erstmal nur auf der Bank Platz nehmen wird, allerdings nicht weit hinter Adam Pinter zum Beispiel zurücksteht. Dann kommen wir auch schon zur Zehnerposition. Dort würde ich Laszlo Kleinheißler von Werder Bremen nehmen. Er ist 22 Jahre alt, noch relativ frisch im Winter zu Werder Bremen gewechselt, sehr talentierter Spieler, allerdings in der Bundesliga nur zu 6 Einsätzen gekommen, kann natürlich jetzt mit dem Managementwechsel und generell dem Neuanfang in Bremen alles nochmal neu werden finden. Generell werden die Bremer auch einige Leihspieler zurückholen und ihnen nochmal eine Chance geben. Hab dort einige Artikel drüber gelesen, dass bei Bremen wie bei so vielen Vereinen natürlich jetzt der Neuanfang nochmal beginnt, und dazu gehört auch Laszlo Kleinheißler. Er hat einen einzigen Konkurrenten auf der Zehnerposition und er hat die Jugend vor allem auf seiner Seite, die Dynamik mit 22 Jahren. Damit hat er sicherlich Zoltán Gera einiges voraus. Den kennen wahrscheinlich einige, jahrelang in der Premier League gespielt bei West Bromwich Albion und dem FC Fulham. Dort spielte er von 2004 bis 2014 insgesamt in der Premier League für Fulham und West Brom. Inzwischen allerdings schon etwas in die Jahre gekommen, 37 Jahre alt, zieht aber immer noch beim ungarischen Meister Ferencváros die Fäden. 30 Einsätze, 4 Tore, 3 Vorlagen, das sind natürlich sehr gute Quoten. Von den Einsatzzeiten her ist er damit Laszlo Kleinheißler natürlich einiges voraus. Allerdings glaube ich doch, dass Kleinheißler das größere Potenzial hat und sich gerade auf dem hohen Niveau bei der Europameisterschaft eben mit seinen 22 Jahren auch noch mal mehr in die Defensivarbeit zum Beispiel mit einschalten kann. Deswegen glaube ich, dass Kleinheißler beginnen wird. Zoltán Gera ist aber immer jemand, den man im Spiel entweder von der Bank bringen kann, um etwas Ruhe ins Spiel reinzubringen, oder eben auch generell von Anfang an gegen Island, damit er dort die Fäden im Mittelfeld zieht. Dann kommen wir auch schon zu den Außenpositionen. Dort gibt es einen Spieler, den wir aus der Bundesliga gut kennen, schon bei einigen Vereinen gespielt. 3 Spieler, wie gesagt, für die 2 Außenpositionen, die eigentlich sehr flexibel einsetzbar sind. Wir fangen mal mit dem Bundesliga-Kicker an. Das ist Zoltán Stieber vom 1. FC Nürnberg, in den Relegationsspielen gerade frisch gescheitert, obwohl er ja normalerweise Mr. Relegation ist. 27 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat wie gesagt in der Bundesliga schon für einige Vereine gespielt, unter anderem zum Beispiel für Mainz 05, den HSV, Greuther Fürth, Alemannia Aachen. Also einige Vereine in seiner Vita, gerade bei Aachen ist er damals in der zweiten Liga groß geworden und hatte vielleicht sogar seine beste Saison. Allerdings in der zweiten Bundesliga nur 6 Einsätze für Nürnberg, in der ersten Bundesliga 2 Einsätze für den HSV. Also das sind nicht unbedingt Empfehlungen, die für eine erste Mannschaft reichen, bei Ungarn könnte es dennoch reichen. Denn sein Konkurrent, denke ich mal, für die Außenposition ist Gergő Lovrencsics. Er spielt bei Lech Posen in der ersten polnischen Liga, ist 27 Jahre alt, 1,77 Meter groß, wird jetzt allerdings wahrscheinlich erstmal arbeitslos sein, beziehungsweise er hat jetzt noch keinen neuen Verein gefunden. Bei der Europameisterschaft kann er natürlich vorspielen. Ich sehe ihn eigentlich etwas stärker als Zoltán Stieber auf der Außenposition, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er auch beginnen wird auf der Linksaußenposition, obwohl er seine Hauptposition eigentlich rechtsaußen hat. So, 23 Einsätze, 4 Vorlagen gegeben, in der Europa League zum Einsatz gekommen, Champions League Quali gespielt, also ordentlich internationale Erfahrung gesammelt, während Zoltán Stieber beim Zweitligisten die meiste Zeit auf der Bank saß. Deswegen würde ich sagen, Lovrencsics wird auf der Linksaußenposition beginnen, obwohl seine Hauptposition rechtsaußen ist, denn seine Hauptposition ist besetzt von Bolasz Cucak, oh Gottes Willen, ich habe extra geübt und jetzt habe ich es doch vermasselt, also Bolasz Cucak. Von Bursaspor, 6,25 Millionen Euro, 29 Jahre alt, und alle Übungen war wieder für die Katz. Da setzt man sich hin und macht Zungenübungen, geht zum Logopäden und dann passiert sowas. Also in der Super League 23 Einsätze gehabt, 3 Tore erzielt, 5 Vorlagen gegeben. Auch schon für einige große Vereine in Europa gespielt, den PSV Eindhoven, Anschi Machatschkala zum Beispiel, die ja inzwischen in der zweiten russischen Liga wieder gelandet sind, Dynamo Moskau gespielt. Also er ist mehr oder weniger der Starspieler, der über die rechte Außenposition für ordentlich Wirbel sorgen muss. Und damit natürlich auch die ungarische Mannschaft tragen soll. Also,
Er wäre auf rechts außen gesetzt. Lovrencic, wie gesagt, würde ich nach links schicken. Dann gehen wir das Mittelfeld nochmal durch. In der Defensive auf der Doppelsechs. Pinter spielt auf jeden Fall den Sechser. Notch wäre auf der Achterposition. Kleinheißler übernimmt die Zehn in der Zentrale. Auf links außen Lovrencic und auf der rechts außen Position Čučak. So, ich hoffe mal, das war richtig. Dann kommen wir jetzt zum Sturm. Dort gibt es natürlich auch einige Bundesligaspieler, wie zum Beispiel Odom Chaloy, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Allerdings glaube ich nicht, dass er von Beginn an spielen wird. Gerade nach der Leistung gegen Deutschland, wo er mehr oder weniger vorne etwas rumgeirrt ist und nicht wirklich viel am Spiel teilgehabt hat. Also, wir schauen uns mal die Sturmoptionen der Ungarn an. Im Sturm der Ungarn gesetzt ist Nemanja Nikolic, meiner Meinung nach. Er spielt bei Legia Warschau in der ersten polnischen Liga und legt sensationelle Quoten auf. Einige Bundesligisten sind auch schon auf ihn aufmerksam geworden, wie zum Beispiel auch Eintracht Frankfurt. 37 Einsätze in der ersten polnischen Liga, 28 Tore dabei gemacht und 9 weitere vorbereitet. Also, das sind sehr gute Quoten. Allerdings ist er natürlich schon in einem Alter angekommen mit 28 Jahren, wo man sagen muss, der Durchbruch hätte eigentlich für einen großen Spieler schon vorher kommen müssen. Aber Jamie Vardy zum Beispiel von England, man merkt das ja auch immer mal wieder, dass Spieler auch erst mit Ende 20 so richtig zünden. Bislang hat er bei Videoton zum Beispiel vorher noch in Ungarn gespielt und auch bei etwas kleineren Vereinen. Also, wie gesagt, seine Durchbruchssaison. Er wird meiner Meinung nach von Beginn an bei den Polen spielen, da er einfach die besten Quoten aufgelegt hat. Dahinter Adam Soloy von Hannover 96. Eigentlich gehört er Hoffenheim, dahin wird er auch in Anführungszeichen zurückkehren. Die Hoffenheimer wollen ihn loswerden. Bei Mainz 05 damals eben zu den jungen Stars gehört, um André Schürrle und Luis Holtby, von denen sich im Endeffekt ja eigentlich nur André Schürrle so richtig durchsetzen konnte. Holtby und Soloy sind eigentlich in ihrer Karriere immer weiter bergab gegangen. Soloy ist damals zum FC Schalke 04 gewechselt und sollte dort den Backup für Hüntelaar geben. Hat das auch in der Hinrunde ganz gut gemacht, in der Rückrunde, als Hüntelaar dann wieder fit war. Allerdings kam er kaum noch zum Einsatz und man hat gemerkt, welche technischen Schwächen er dann überhaupt hat. Hoffenheim hat dennoch zugeschlagen, dort konnte er sich nicht durchsetzen, jetzt bei Hannover 96 sang- und klanglos abgestiegen. Hoffenheim möchte ihn auch so schnell wie möglich loswerden, ich weiß nicht, wo ihn der Weg hinführt. Auf jeden Fall merkt man ihm an, dass er sehr verunsichert ist momentan. Deswegen glaube ich auch nicht, obwohl er wahrscheinlich die größte Qualität im Sturm hat, dass er von Beginn an spielen wird. Stürmer Nummer 3 ist Christian Nemeth. Er spielt bei Al Gharafa in der ersten katarischen Liga. Dort kam er immerhin zu einem Einsatz und hat gleich mal 2 Tore geschossen. Also 200-prozentige Quote, das ist, denke ich mal, ein Traum. Es wird ihm trotzdem nichts helfen. Er war eine Zeit lang mal vereinslos, ist dann in die Major League Soccer zu Kansas City gewechselt. Dort konnte er sich allerdings auch nicht durchsetzen und seit Januar spielt er jetzt eben bei Al Gharafa. Dort, wie gesagt, aber nur ein Spiel bestritten, schon einige große Vereine auch durchlaufen. Gerade zu Beginn seiner Karriere ist anscheinend der FC Liverpool auf ihn aufmerksam geworden. Er konnte sich dort allerdings nicht durchsetzen. Er ist flexibel einsetzbar, kann theoretisch auch die Rechts- und Linksaußenposition nochmal bespielen. Auf der Mittelstürmerposition wird er nicht zum Einsatz gekommen und auch auf den Außenpositionen denke ich, dass er dort nur Backup ist. Nummer 4, der Mittelstürmer. Generell haben die Ungarn sehr viele Mittelstürmer nominiert, überraschenderweise, da sie ja eigentlich wahrscheinlich im Spielsystem ohnehin sehr defensiv auftreten werden. Das hat mich etwas irritiert. Aber Daniel Böde von Ferencváros, wieder vom ungarischen Meister, 31 Einsätze, 17 Tore gemacht, 7 Vorlagen gegeben. Er ist sicherlich mehr oder weniger die Nummer 3 im Sturm. Adam Soller, wie gesagt, aufgrund seiner hohen Qualität und vor allem, er spielt halt auch in der Bundesliga sicherlich mit der höchsten Qualität der Ligen, die die Spieler hier normalerweise so in den Knochen haben. Also Daniel Böde hat auch eine sehr gute Quote, kommt damit nicht ganz an Nemanja Nikolic ran. Allerdings glaube ich, wie gesagt, auch er, da er auch nur als Mittelstürmer einsetzbar ist mit 1,90 Meter Größe, kann er die Außenposition nicht spielen und einen Systemwechsel bei den Ungarn wird es, denke ich mal, nicht geben, dass sie dort ein 4-4-2 spielen. Also Daniel Böde ebenfalls erstmal ein Kandidat für die Bank. Nummer 5 im Sturm, Tomáš Briskin von Slovan Bratislava. Er ist auch schon 29 Jahre alt, auch relativ groß mit 1,89 Meter, ein typischer Mittelstürmertyp, schon unglaublich viele Vereine durchlaufen in seiner Karriere, unter anderem Austria Wien zum Beispiel, Ipswich Town in der Premier League bzw. in der zweiten Liga gespielt, auch bei den Queen's Park Rangers hatte er sich mal versucht. Immerhin 26 Einsätze, 12 Tore, 2 Vorlagen, das sind auch passable Quoten, aber natürlich auch in Anführungszeichen wiederum nur in der ersten slowakischen Liga bei Slovan Bratislava, wo mit denen er auch Vizemeister werden konnte. Also, 5 Stürmer sind dabei, davon ist nur ein einziger wirklich flexibel einsetzbar auf den Außenpositionen, bedeutet 4 Mittelstürmer im Kader für eine Position, halte ich für etwas übertrieben. Ich weiß nicht, ob es für die anderen Positionen einfach nicht genügend Spieler gibt, dass man dort einfach noch ein bisschen mehr in die Breite gehen konnte, weil gerade im defensiven Mittelfeld zum Beispiel hätte ich doch noch 1 oder 2 Optionen mehr gehabt. Also,
Wir schauen uns nochmal das Mittelfeld an, beziehungsweise die komplette Mannschaft der Ungarn. Im Tor der Unzerstörbare, der alte Mann Gábor Király. Die Innenverteidigung werden wahrscheinlich Guzmic und Juhasz bilden, dort kann aber natürlich auch Lang spielen. Außenverteidiger links ist Kata, rechts wird das Fiola machen. Die Doppelsechs bilden Notch und Pinter, die Zehn spielt Kleinheißler, links außen wird wahrscheinlich Lovrencic oder eben Stieber beginnen, rechts außen Čučak und im Mittelstürmerposition Nikolic. Wir haben ja schon angesprochen, dass theoretisch eben auch noch die Außenpositionen defensiv besetzt werden könnten. Also, wenn das extrem defensiv werden soll, dann würde wahrscheinlich Mihai Korhut zum Beispiel, er würde dann das linke Mittelfeld übernehmen und hinten dran würde Kader auf der Linksposition bleiben. Dann würde weder Stieber noch Lovrencic spielen und auf der Rechtsverteidigerposition wäre das dann Attila Fiola bleibt Rechtsverteidiger und Bornobas Bese würde eben das rechte Mittelfeld übernehmen von Čučak, der aber dann wahrscheinlich eher in die zentrale Position rücken würde, beziehungsweise erst der Star der Mannschaft, da glaube ich eigentlich nicht, dass dort auf seiner Seite gewechselt werden würde. Also, das wäre so die sehr defensive Variante. Bin sehr gespannt, wie die Ungarn sich schlagen werden. Und wir werfen jetzt aber erst nochmal einen Blick auf ebenfalls wieder einen guten alten Bekannten, zumindest wird er einigen etwas sagen, den Trainer der ungarischen Nationalmannschaft. Der Trainer der ungarischen Nationalmannschaft ist Bernd Storck. Er wurde 1963 in Herne, Deutschland geboren. In seiner aktiven Karriere spielte er nur für zwei Vereine, nämlich den VfL Bochum von 81 bis 83 und danach sehr erfolgreich für den BVB. 1989 konnte er den DFB-Pokal mit den Dortmundern gewinnen und erzielte insgesamt in 146 Ligaspielen immerhin 7 Tore. Als Verteidiger eine passable Quote. 1996 wurde er dann Trainer. Als Co-Trainer von Jürgen Röber wurde er bekannt. Von 96 bis 2002 trainierte er Hertha BSC und brachte die Hertha in die Bundesliga und machte sie vor allem zu einem erfolgreichen Verein in Deutschland. Von 2003 bis 2004 wechselte er mit Röber nach Wolfsburg. Über die Stationen Belgrad und Dortmund ging es dann nach Kasachstan, wo er zum ersten Mal Cheftrainer wurde. Er übernahm unter anderem die kasachische U21 und war gleichzeitig noch Cheftrainer vom FK Almaty. Von 2008 bis 2010 war er dann auch Cheftrainer der kasachischen Nationalmannschaft, übernahm danach wieder die U19, bevor er dann von 2012 bis 2014 Jugendkoordinator bei Olympiakos Piräus wurde. Im Jahr 2015 bekam er das Angebot, die U20 der Ungarn zu übernehmen und wurde später dann wirklich auch Teamchef der ungarischen Mannschaft, bevor er sie auch als Trainer 2015 übernahm und jetzt erstmals wieder für eine Europameisterschaft seit 44 Jahren qualifizieren konnte. Die Ungarn sind sicherlich einer der größten Außenseiter bei der Europameisterschaft. Mit dem deutschen Trainer an der Seite werden sie natürlich auch unter besonderer Beobachtung der deutschen Medien stehen. Wie gesagt, bin sehr gespannt, wie die Ungarn sich schlagen werden, gerade im Spiel gegen Island, das wird extrem wichtig. Deswegen werfen wir jetzt mal einen Blick auf ihre Gruppe und eben die Aussichten, die die Ungarn bei der Europameisterschaft vielleicht auch nach der Gruppe ja noch haben werden. In der Gruppe F mit Portugal und Österreich werden es die Ungarn natürlich sehr schwer haben, direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Sie müssen darauf hoffen, dass sie als einer der vier Gruppen Dritten weiterkommen. Allerdings wird das auch sehr schwierig, denn dann müsste auf jeden Fall ein Sieg gegen Island her und man müsste gegen Österreich oder eben Portugal mindestens einen Punkt holen. Das traue ich den Ungarn nicht wirklich zu, deswegen ist meine Prognose auch ganz düster. Sie werden entweder als Dritter oder als Vierter auf jeden Fall ausscheiden, da sie, wie gesagt, nicht die nötige Punktzahl holen werden, um als einer der besten Gruppen Dritten weiterzukommen. Falls das allerdings der Fall sein sollte und sie tatsächlich gegen Österreich zum Beispiel einen Punkt holen und die Isländer schlagen, dann würden sie im Achtelfinale entweder auf Spanien oder auf Deutschland treffen. Das wäre natürlich auch unglaublich schwierig für die Ungarn, natürlich vollkommen unlösbar gegen zwei der Top-Favoriten. Also, meine Prognose, die Ungarn scheiden in der Vorrunde aus, ob jetzt als Dritter oder Vierter, da kann ich jetzt noch keine Prognose abgeben. Ich würde eher sagen, dass die Isländer aufgrund ihrer wenigen Spieler, die sich auf sehr hohem Niveau bewegen, noch einen kleinen Tick besser sind. Deswegen glaube ich, die Ungarn werden Letzter in der Gruppe, werden allerdings gegen Island sicherlich auf Augenhöhe spielen. In der nächsten Folge kommt die isländische Nationalmannschaft und endlich auch der Abschluss der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Jetzt kann es losgehen, alle 24 Teams haben wir dann analysiert, jeden einzelnen Spieler sind wir durchgegangen und ich hoffe mal, wir haben quasi fast alle erwischt. Einige am Anfang waren natürlich noch relativ schwierig, weil die Kader noch nicht nominiert waren, jetzt hinten raus war es einfach, weil immer nur 23 Spieler ja wirklich noch zu analysieren waren. Das Spielsystem war klar, weil aktuelle Freundschaftsspiele vorhanden waren. Das hat es alles etwas einfacher gemacht. Bei den Isländern trotzdem, Gylfi Sigurdsson natürlich aus der Premier League bekannt, auch aus Hoffenheim in der Bundesliga. Ansonsten wird es dann auch schon eng. Man kennt natürlich noch Gudjonsson, der früher auch mal beim FC Barcelona zum Beispiel gespielt hat. So ein bisschen der Starspieler der letzten Jahre gewesen. Also einige
Spieler dabei, die man durchaus kennt bei Island, und deswegen glaube ich halt wirklich auch, dass sie stärker sind als die Ungarn. Aber das werden wir in der nächsten Folge, wie gesagt, der letzten Folge der Vorschau auf der Europameisterschaft. Ich mache 12 Kreuze, das war verdammt viel Arbeit, hat auch verdammt viel Spaß gemacht und noch ist es nicht vorbei. Wie gesagt, in der nächsten Folge kommen die Isländer als letztes der Europameisterschaftsteams.